Ja, willkommen zur, wenn ich es recht sehe, letzten Vorlesung, weil wir ja die Klausur dieses Semester vorziehen müssen und sie deshalb nur noch eine Woche bis zur Klausur haben. Der Vorteil an der Sache ist, dass sie die Klausuren dadurch auch früher zurückkriegen. Das heißt, sie kriegen alle, wenn sie diese Klausur mitschreiben, die Ergebnisse dann quasi schon, bevor sie die anderen Klausuren überhaupt schreiben. Und dann können sie entweder besonders zufrieden sein und sagen, ach, den Rest brauche ich gar nicht mehr. Oder sind direkt ganz deprimiert, was wir nicht hoffen, aber das hat für Sie halt viele Vorteile. Ich werde nämlich die Klausuren, die nächste Woche geschrieben sind, idealerweise bis nächste Woche Freitag oder Samstag durchkorrigiert haben. Das heißt, dann haben Sie die Noten schon da und dann können Sie gucken, was Sie damit machen. Müssen Sie halt bei Basis sich dann angucken. Ja, das zur Klausur. Wir werden heute auch noch mal einige Fälle machen, die vielleicht auch so für die Klausur wichtig sein könnten. Deshalb sollten Sie sich da vielleicht auch mal mit beschäftigen. Unser Thema heute ist immer noch Kapitalmaßnahmen. Sie erinnern sich daran, haben wir letzte Woche mit angefangen. Ich habe Ihnen gesagt, das ist deshalb besonders schön, weil da kann man alles andere noch mal mit einbeziehen. Das heißt Hauptversammlungsbeschlüsse, Finanzverfassung, Rechte der Aktionäre und so weiter. Wir haben letzte Woche ganz grundsätzlich geklärt die Arten der Kapitalerhöhung. Ich gehe es mal ganz kurz durch. Die Arten der Kapitalerhöhung, das heißt, wir haben darüber gesprochen, dass es die effektive Kapitalerhöhung und die nominelle Kapitalerhöhung gibt. Wir haben gesehen, es gibt die besonderen Formen der bedingten Kapitalerhöhung und des genehmigten Kapitals, die wir aber noch im Detail machen müssen. Wir haben gesehen, dass eine Kapitalerhöhung grundsätzlich in drei Schritten erfolgt. Das heißt, erst haben wir eine Hauptversammlung, die vorher entsprechend durch Berichte informiert wird und mit entsprechenden Ankündigungen für Tagesordnung. Dann werden die neuen Aktien gezeichnet und die Einlagen erbracht und dann wird die Wirksamkeit der Kapitalerhöhung eingetragen. Das heißt, wir haben immer drei Schritte in diesem Ablauf. Die Einlagerbringung haben wir besprochen, ist ganz normal das, was wir am Anfang der Veranstaltung gemacht haben. Und wir haben gesehen, wenn was schief läuft, dann ist das schlecht. Dann haben wir gesprochen über Bezugsangebote, das Bezugsrecht. Und wir haben gesehen, Bezugsrecht dient dazu, Verschiebungen zu vermeiden. Wir haben dazu dieses tolle Rechenbeispiel gehabt. Grundkapital 2 Millionen verteilt auf 200 Aktien mit einem Nennbetrag von 10, die für 40 Euro gehandelt werden. Und Aktionär A hat 10.000 von diesen 200.000 Aktien, hält damit also 5%. Wenn nun das Kapital erhöht wird um 100.000 Aktien A 10 Euro, das heißt, so 100.000 Aktien 10 Euro, die jeweils für 30 Euro ausgegeben werden, dann ist damit der A etwas dumm. Wenn er nämlich nicht nachkauft, sinkt sein Anteil auf 3,3%. Und wir haben gesehen, warum ist für ihn 5% besser als 3,3%? Was kann man mit 5% alles so machen? Warum ist 5% eine magische Zahl? Der 20. Teil. Ja, Sie haben ein Recht auf Einberufung der Hauptversammlung und Ergänzung der Tagesordnung nach 122. Das heißt, solange Sie 5% halten, haben Sie einen sehr starken Minderheitenschutz. Den verlieren Sie, wenn Sie auf 3,3% fallen. Wenn Sie jetzt sagen Nachkauf, dann stellt sich die Frage, wenn er die Aktien an der Börse kauft, muss er 400.000 Euro dafür bezahlen. Das heißt, das ist für ihn ein teures Geschäft, denn 10.000 mal Börsenkurs von 40 ist für ihn teuer. Wenn er an der Kapitalerhöhung selber teilnimmt, muss er immerhin noch 300.000 zahlen. Soweit klar? Gut. Wir haben auch gesehen, dass das Ganze sich möglicherweise negativ auf seinen Aktienkurs auswirkt. Denn welche Auswirkungen wird es haben, wenn es Aktien gibt, die für 30 Euro auf den Markt geschmissen werden, obwohl der Börsenkurs bei 40 Euro liegt? Was erwarten Sie, wie sich das auswirkt auf den Börsenkurs? Wenn es an der Börse Aktien gibt für 30 und Aktien für 40, um das trivial zu sagen, wo der Erwerber einmal 30 und einmal 40 für zahlen muss.
Wie wirkt sich auf die Nachfrage aus? Wenn es dasselbe Produkt zu einem anderen Preis gibt, zu einem günstigeren Preis? Wenn die Nachfrage an der Börse wird, würde ich dann sinken, weil die entsprechenden Käufer einfach auf die neuen Aktien zugreifen. Ja, wer größere Pakete kaufen will, wird das außerhalb der Börse tun. Welche Auswirkungen hat es auf den Börsenkurs, wenn die Nachfrage an der Börse sinkt? Das ist eine erstaunliche Erkenntnis. Ja, das drückt die Preise, das heißt, die Aktien werden weniger wert. Und wer ist der Leidtragende davon, dass die Aktien weniger wert werden? Der bisherige Aktionär, das heißt unser A. Sie können das sehen, rein rechnerisch sinkt der Wert seiner Beteiligung auf 36,67 pro Aktie. Das ist für ihn nicht so attraktiv. Gut, dann haben wir gesehen, das Bezugsrecht soll das verhindern, indem Sie das Recht zum Nachkauf haben. Aber ein wenig solventer Aktionär kann das nicht, weil er gar nicht das Geld hat, nachzukaufen. Das heißt, Sie können damit die Unliebsamen immer weiter runterdrücken, indem Sie einfach lang genug erhöhen. Wenn Sie also genug Kapital haben als Mehrheitsaktionär, nützt auch das Bezugsrecht nicht, um die anderen rauszukicken. Zudem, das Bezugsrecht wird deshalb kritisiert, weil es gerade auch Leute mit 0,1% oder 0,001% schützt. Die haben aber eigentlich kein Interesse daran, ihre Quote zu halten, weil mit 0,001% haben sie genauso viel Minderheitsrecht wie mit 0,00001%. Das heißt, für die ist eine Verbesserung eh völlig egal und trotzdem werden sie nach deutschem Recht geschützt. Deshalb haben andere Rechtsordnungen, etwa USA, gar kein Bezugsrecht. In Deutschland hat man gesagt, das Bezugsrecht ist abbedingbar. Und wir haben gesehen, Sie brauchen dafür eine Dreiviertelmehrheit, eine qualifizierte satzungsändernde Mehrheit. Und außerdem muss vorher in der Einladung der Hauptversammlung ausdrücklich gesagt werden, wir werden das Bezugsrecht ausschließen. Dann muss ein Bericht vorher erfolgen, wo die Gründe dargelegt werden, warum Sie das machen. Und wenn das alles formell gemacht worden ist, muss noch materiell im nächsten Schritt eine Abwägung erfolgen. Das ist ein bisschen wie im öffentlichen Recht, formelle und materielle Rechtmäßigkeit. Und hier wird gesagt, muss ein sachlicher Grund vorliegen, der das Individualinteresse überwiegt. Und das sind insbesondere Sanierungen, Platzierung im Ausland und Erhöhung mit Mitteln, die nicht in Geld bestehen, insbesondere Unternehmenskauf, also Fusionen. Außerdem muss aber eine Verhältnismäßigkeitsprüfung erfolgen, das heißt, man muss sagen, dieses Ziel darf nicht auf einem anderen Weg erreicht werden, der weniger in die Rechte der Aktionäre eingreift, das heißt, der keine Nachkaufpflicht auslöst, und es muss dann noch verhältnismäßig sein, im engeren Sinne, das heißt, es wird geguckt, ob es wirklich so eine Notsituation ist, dass man überhaupt hier den Aktionär mit Füßen treten kann. Ausnahme wiederum, wenn ich die Aktien zum Börsenkurs ausgebe, gibt es grundsätzlich kein Bezugsrecht. Warum ist das so? Haben wir schon darüber diskutiert letzte Woche. Wenn die AG also nicht für 30 Euro, sondern für 40 Euro neue Aktien ausgibt, warum müssen wir dann nicht diese komplizierte Abwägung durchführen? Ja, man kann sich sozusagen nachkaufen über die Börse, das ist genauso gut, wie wenn man direkt bezieht. Insofern entsteht dann kein Nachteil. Gut, all das haben wir gesehen. Dann habe ich Ihnen schon angekündigt, gibt es einige Entscheidungen, die Sie schon mal gehört haben müssen. Ja? Nein, die wird sogar regelmäßig unter dem Börsenkurs ausgeben. Warum wird sie das machen? Das ist eine interessante Frage. Ja, weil sie dadurch den Absatz erhöhen kann. Aber für den Kunden attraktiver wird, die Aktien bei der Gesellschaft zu kaufen, statt an der Börse. Ja, gut, das ist so eine nette Sache. Aber warum? Es gibt drei Gründe, warum sie neue Aktien ausgeben. Warum geben sie neue Aktien aus? Gut, sie brauchen neues Kapital. Ist da die Ausgabe neuer Aktien wirklich immer so der einfachste Weg? Was ist viel einfacher als Eigenkapital, wenn Sie dieses ganze Verfahren berücksichtigen? Fremdkapital. Fremdkapital ist im Normalfall viel einfacher zu kriegen. Also der normale Grund ist in der Tat, was wie da steht, dass Sie entweder ein Unternehmen kaufen wollen und die sagen, okay, wir geben uns
wir geben euch unser Unternehmen, aber im Tausch gegen Aktien von euch. Also sagen wir mal, Sie sind irgendwie ein Start-up und haben irgendwas Tolles entwickelt und jetzt kommt Bayer und sagt, okay, wir übernehmen euch. Dann sagen Sie, okay, 60 Millionen in bar und dann sagen die, okay, jetzt haben wir unsere Portokasse. Wenn Sie auf 200 Millionen kämen, würden die sagen, haben wir nicht, aber wir können voll einen Deal machen, wir geben euch Bayer-Aktien im entsprechenden Umfang und die könnt ihr dann verkaufen zu Geld machen. Das heißt, im Grunde profitieren Sie dann von dieser Marge zwischen dem Börsenkurs und dem, was Sie als Gegenleistung dafür als Sacheinlage erbringen. Zweiter Grund ist, die wollen den Kurs ändern. Die sagen, der Kurs ist zu hoch, wir haben einen zu hohen gebündelten Besitz. Wir wollen also sozusagen eine breitere Streuung der Aktionärsmasse haben. Volksaktie, sowas wie Post oder Telekom oder ähnliches. Auch da müssen Sie unter dem Kurs bleiben, damit Sie den Kurs sozusagen nach unten korrigieren können. Also wenn es zu hoch geht und Sie sagen, wir wollen mehr Free Float haben, dann müssen Sie niedrig verkaufen. Und die dritte Variante ist die Börsenplatzierung im Ausland. Sie wollen sozusagen neue Standorte eröffnen, wo Sie handeln. Dazu müssen aber neue Aktien da sein. Es müssen ja sozusagen Aktien frisch gehandelt werden. Wenn Sie die zum gleichen Preis handeln, dann haben Sie sozusagen keinen Vorteil diesem neuen Standort gegeben. Dann wird da keiner investieren. Leute kaufen dann weiterhin die Aktien in Frankfurt und nicht in New York. Das heißt, auch da brauchen Sie diese Marge. Also diese Ausgabe unter dem Börsenkurs erfolgt überraschend oft, weil das Hauptziel selten ist, wir brauchen neues Geld. Die Situation, Sie brauchen neues Geld, tritt vor allen Dingen dann auf, wenn Sie saniert werden müssen. Aber wenn Sie Sanierung haben, dann ist es eh uninteressant, der Börsenkurs ist nämlich meistens sehr niedrig. Also Kapitalerhöhungen erfolgen selten, um wirklich Geld reinzukriegen. Das sind meistens strategische Entscheidungen, dass man sagt, wir wollen den Kurs ein bisschen höher oder niedriger oder was auch immer. Gut, Entscheidungen, die Sie schon mal gehört haben müssen. Es fängt an mit Kali und Salz. Kali und Salz sollte Ihnen ein im Hinterkopf bleibender Begriff sein. Kali und Salz ist die Grundsatzentscheidung, die gesagt hat, es gibt diese Verhältnismäßigkeitsprüfung. Immer wenn Sie an Kali und Salz denken, müssen Sie an Verhältnismäßigkeitsprüfung denken. Da hat der BGH gesagt, immer dann, wenn ich neue Aktien ausgebe, entziehe ich dem Aktionär ein wenig von seinen Rechten, weil er jemand anderes dann quasi mehr Stimmrechte kriegt und er verliert was. Das verwässert ihm seine Rechte. Und deshalb diese komplizierte Verhältnismäßigkeitsprüfung. Dann gab es die sogenannte Holzmann-Entscheidung, nicht zu verwechseln mit Holzmüller. Ja? Also es gibt Holzmüller und Holzmann. Das ist, um die zu verwirren, hat man zwei Unternehmen gleich hießen. Und die Holzmann-Entscheidung betrifft das genehmigte Kapital. Das heißt, die Konstellation, dass die Hauptversammlung nur sagt, der Vorstand darf das Kapital erhöhen, um einen Betrag von X unser Bezugsrecht ausschließen. Und dann der Vorstand erst im zweiten Schritt das ausübt. Da haben wir das Problem, dass die Abwägung schon deshalb nicht so einfach ist, weil der Grund, warum das ausgeübt wird, zu dem Zeitpunkt noch gar nicht feststeht. Und da hat der BGH gesagt, es reicht, wenn der Grund abstrakt erkennbar ist und dieser Grund in seiner Abstraktheit im Wohle der Gesellschaft liegt. Dann kam die Deutsche Bank, da ging es dann darum, dass die Aktien einfach nur an eine ausländische Börse notiert werden sollten. Da hat der BGH gesagt, das ist okay, man kann Aktien auch allein deshalb neu ausgeben und nicht an die bisherigen Aktionäre, weil man eben einen bestimmten Börsenstandort fördern will. Siemens-Nold betraf nochmal das genehmigte Kapital. Da ging es dann darum, dass auch der Vorstand eine Prüfpflicht hat, wenn er sozusagen ausgibt. Nicht nur die Hauptversammlung muss einen sachlichen Grund haben, sondern der Vorstand bei der Ausübung auch nochmal. Und schließlich gibt es noch diese Commerzbank-Mangusta-Entscheidung. Da ging es darum, was kann der Aktionär tun, wenn der Vorstand ein genehmigtes Kapital hat und der Aktionär Angst hat, dass der Vorstand das zweckwidrig ausübt. Und da hat der BGH gesagt, er kann Unterlassungsklage erheben vom Zivilgericht. Und der BGH hat gesagt, der Vorstand hat keine Pflicht, die Aktionäre vorher zu informieren, wenn er das genehmigte Kapital ausüben will, beziehungsweise wofür es ausüben will, sondern nur in der Hauptversammlung wird informiert, aber nicht mehr bei der Ausübung, weil das Ganze sonst zweckwidrig wäre, wenn wir jedes Mal nachinformieren müssten. Das sind so die Entscheidungen, die Sie schon mal gehört haben müssen. Sie müssen das jetzt nicht auswendig lernen und sagen, oh, die Entscheidung ist das, aber wenn irgendwo mal Ihnen bei einer Seminararbeit sowas so einen Namen begegnet wie Kali und Salz, sollten Sie an Verhältnismäßigkeit denken. Wenn Ihnen begegnet Siemens-Nold, sollten Sie denken an genehmigtes Kapital. Wenn Sie das nicht wissen, passiert Ihnen aber auch nichts Schlimmes. Gut, die bedingte Kapitalerhöhung.
Bedingte Kapitalerhöhungen finden Sie in 192 und der sagt, Sie können eine bedingte Kapitalerhöhung nur machen aus einer enumerativen Liste von Gründen, nämlich erstens für Wandelschuldverschreibungen, zweitens für eine konkrete Verschmelzung, das heißt entweder für eine echte Verschmelzung oder für eine Spaltung zur Aufnahme und drittens für Stock Options im Sinne von Aktien für Arbeitnehmer, dass sie sagen, okay, für unsere besonders verdienten Arbeiter gibt es halt eine Bezahlung in Aktien. In all diesen drei Fällen ist die Idee, dass wir sagen, der Vorstand darf das Kapital erhöhen, um bestimmte Pflichten, die schon schuldrechtlich eingegangen sind, zu erfüllen. Also so eine Art vorweggenommene Ermächtigung zur Erfüllung einer schuldrechtlichen Pflicht. Die Aktionäre haben logischerweise kein Bezugsrecht, sondern nur eben die drei Leute, nämlich die Leute mit den Wandelschuldverschreibungen, die Aktionäre des übernommenen Unternehmens oder diejenigen, die Arbeitnehmer sind und ihre Stock Options bekommen. Damit die Aktionäre geschützt sind, müssen die das Bezugsrecht bezüglich der Wandel- oder Gewinnschuldverschreibungen genehmigen. Das heißt, die werden gefragt, bevor überhaupt das Wertpapier ausgegeben wird. Wenn die das einmal genehmigt haben, können die nicht verhindern, dass die dann auch irgendwann Aktien kriegen. Das wäre sonst auch ein bisschen widersinnig, wenn man den Vorstand zwingen würde, die Pflichten zu verletzen. Die bedingte Kapitalerhöhung erfolgt durch einen Beschluss der Hauptversammlung, Dreiviertelmehrheit oder höher, wenn die Satzung es verlangt. In diesem Beschluss muss der Höchstbetrag genannt werden, der Zweck, dann wer berechtigt ist, also Arbeitnehmer oder Aktionär einer übernommenen Gesellschaft oder dritte Variante, die Wandelschuldverschreibung und Ähnliches. Außerdem müssen Sie nennen den Ausgabebetrag bzw. wie der Ausgabebetrag seinerzeit berechnet werden soll. Das heißt üblicherweise, Sie sagen der Börsenkurs oder eben eine feste Zahl. Dann, wenn Sacheinlagen erlaubt sein sollen, müssen Sie das ausdrücklich in dem Beschluss schon sagen. Wenn Sie das nicht sagen, gilt von vornherein eine Bareinlage als vereinbart und man kann das nicht mehr ändern. Danach wird das Ganze eingetragen. Alle entgegenstehenden Beschlüsse, die später gefasst sind, dann unwirksam. Sie können also ein bedingtes Kapital nicht mehr rückgängig machen. Die Leute erwerben also ein Anwartschaftsrecht und können dann mit ihrer Wandelschuldverschreibung Aktien verlangen. Das ist also schon dinglich abgesichert. Dann wird in dem Moment, wo Sie eine Bezugserklärung abgeben, hier auch Ihnen eine Aktie gegeben. Und in diesem Moment, wo Sie die Aktie annehmen, wird das Kapital erhöht. Vorher kriegen Sie nichts. Das heißt, bevor der Beschluss über die Schaffung des bedingten Kapitals eingetragen ist, haben Sie noch keine Anwartschaft. Das bedingte Recht entsteht erst dann, wenn der Beschluss da ist. Wenn das Papier schon vorher ausgegeben wird, verkörpert es im Grunde nichts. Schließlich, wenn das Ganze eingetreten ist, also wenn das neue Kapital ausgegeben ist, wird das auch im Handelsregister eingetragen. Diese Eintragung ist deklaratorisch, das Kapital ist schon vorher erhöht. Die Satzung ist dadurch unrichtig geworden, denn die Satzung sagt immer noch, das Kapital ist XY. Das heißt, die Satzung muss dann berichtigt werden. Grundsätzlich müssen die dafür nach 179 Absatz 1 Satz 1 einen Beschluss der Hauptversammlung mit Dreiviertelmehrheit haben. Aber in der Praxis gibt es so eine Ausnahme. Wenn Sie 179 1 2 sehen, was können Sie machen? Was machen alle großen Aktiengesellschaften, um sich diesen Aufwand zu sparen? Einfacher Weg. Genau, Sie ermächtigen den Aufsichtsrat und sagen, der Aufsichtsrat kann das machen. Das heißt, man braucht keinen Hauptversammlungsbeschluss mehr und kann es einfach so machen, weil das ja sozusagen nur die Berichtigung einer unrichtig gewordenen Satzung ist, die sozusagen ohnehin schon verbindlich geändert werden muss. Das heißt, die Hauptversammlung hat auch kein Wahlrecht. Wenn sie jetzt mit Nein stimmen würde, wäre es trotzdem als Ja zu werten. Gut, damit kommen wir zu dem ersten größeren Fall. Ich sage größer, weil es kommt noch ein noch größerer Fall. Das ist ein Fall, der ist schwierig, weil da viele Probleme drin sind. Sie werden staunen. Das ist ein Examensfall.
Ja. Wenn Sie diesen Fall so sehen, wie wird das Landgericht entscheiden? Wie lautet die richtige Antwort auf so eine Fallfrage? Das ist ein bisschen wie im öffentlichen Recht. Wie lautet der richtige Obersatz? Das Landgericht wird der Klage stattgeben, wenn sie zulässig begründet ist. Ist die Klage hier zulässig? Was müssen Sie so prüfen, ganz grob bei der Zulässigkeit? Sie können ja alle Ölrecht, Verwaltungsrecht. Das ist kein hammermäßig großer Unterschied. Was müssen Sie wohl so prüfen? Ja, welches Gericht ist zuständig? Wo gucken Sie da, in welchem Gesetz? Jetzt sagen Sie nicht in der ZPO. Auch nicht. Gucken Sie mal im Aktiengesetz. 246, 3, Satz 1. Ja, was sagt 246 nämlich? Also brauchen Sie gar keine Gesetze, deshalb können Sie mit dem DGV-Text auskommen. Ja, also Sie sehen, tolle Sache. Zu 46.3.1. Zuständig ist das Landgericht, wo die Gesellschaft ihren Sitz hat. Und ist das hier zuständig? Ist das das zuständige Gericht, was hier angerufen ist in dem Fall? Ja. Gut. Dann müssen wir uns noch fragen, was ist denn hier die statthafte Klageart? Sie kennen das aus dem öffentlichen Recht. Was kennen Sie so für Klagearten? Die Anfechtungsklage, die Verpflichtungsklage, die allgemeine Leistungsklage, die Feststellungsklage, keine Ahnung. Was könnte es denn hier so sein? Was will der denn? Ja, es könnte eine Anfechtungsklage sein. Gibt es noch eine andere Klageart, die es sein könnte? Die Nichtigkeitsklage. Was ist der Unterschied zwischen Anfechtungsklage und Nichtigkeitsklage? Wir haben eigentlich das gleiche materielle Ziel. Mhm. Und es obliegt dann dem Gericht, entweder 248 oder 249 stattzunehmen. Vorerst oder wie aber dann die Nichtigkeitsgründe und 249 zu prüfen. Genau. Also wir sagen, beide sind gerichtet darauf, dass der Beschluss am Ende als unwirksam erkannt wird, im einen Fall aber mit gestaltender Wirkung durch Anfechtung, im anderen Fall durch schlichte Feststellung des Vorhandenseins eines Nichtigkeitsgrundes. Deshalb sagen wir, wir legen uns da nicht fest, sondern wir sagen, jede Nichtigkeitsklage enthält auch als mehr die Anfechtungsklage und jede Anfechtungsklage enthält als mehr die Nichtigkeitsklage, das heißt, jedes enthält das andere auch. Das heißt, es wird im Interesse des Klägers auslegen und gesagt, okay, wenn er Beschlussunwirksamkeit will, haben wir immer die Möglichkeit, diese beiden Klagen zu erheben. Die werden auch einheitlich dann behandelt. Das heißt, es ist entweder eine Anfechtungsklage oder eine Nichtigkeitsklage. Wir müssen uns hier nicht festlegen, ja? Weil gleiches Rechtsschutzziel. Gut, dann, wer ist hier beklagt? Fangen wir noch damit mal an. Ja, in der Tat, die Klage ist zu richten gegen die Gesellschaft, so 46.2. Und wer vertritt die Gesellschaft, wo wir schon dabei sind? Nach Satz 2 durch einen Vorstand und Aufsichtsrat. Genau, Vorstand und Aufsichtsrat gemeinsam, so 46.2.2. Das heißt, auch das haben wir schon festgestellt. Wer ist Kläger? Der A, natürliche Person, kein Problem. Gut, dann haben wir noch Rechtsschutzbedürfnis, haben wir da ein Problem mit? Nein. Damit haben wir die Zulässigkeit der Klage erledigt. Mehr müssen Sie da nicht prüfen. Wir können alles Mögliche prüfen, wenn Sie Spaß daran haben, aber das lassen wir mal dabei. Dann prüfen wir die Begründetheit. Jetzt kommt, welche Voraussetzungen, die Sie in der Begründetheit prüfen, die viele in der Zulässigkeit prüfen wollen. Nein, das ist nicht das Rechtsschutzbedürfnis.
Das Rechtsschutzbedürfnis kann entfallen, wenn Sie eine missbräuchliche Klage erheben, allein um jemanden zu erpressen zum Beispiel. Aber das würde ich dann als etwas... Das ist kein Problem von 45. 45 setzt nicht voraus. Also würde der Missbrauch die Klage unzulässig oder unbegründet? Unzulässig. Unzulässig? Ja. Also wenn es wirklich so wäre, dass Sie die Klage nur erheben aus Schikanegründen, dass Sie sagen, pro forma klage ich mal und sage, reingefallen. Wenn Sie das so machen würden, dann wäre es eine unzulässige Klage, weil sie rein rechtsmissbräuchlich wäre. Die wäre nicht unbegründet. Missbräuchliche Klagen sind unzulässig. Das ist aber immer so, auch wenn ich sie zwar klage, einfach aus Spaß auf Kaufpreiszahlung, obwohl sie nie was bei mir gekauft haben, wäre diese Klage, wenn sie rein aus Schikanegründen erfolgt, unzulässig. Wenn sie nur sozusagen keinen Rechtsgrund hat, wäre sie unbegründet. Also wenn sie einfach nur erfolglos ist. Aber ich mache einfach nur, um sie zu Gericht zu ziehen, um sie zu ärgern, und dass mir nachgewiesen werden kann, ist es unzulässig. Haben wir insbesondere gehabt halt bei den räuberischen Aktionären, wo wir gesagt haben, es gibt keinen Anfechtungsgrund, die machen nicht mal einen glaubhaft geltend und die haben schon 1 Milliarde Verfahren geführt, die sie alle verloren haben, dann sagt man, okay, diese Leute dürfen nicht mehr klagen. Denen wird der Rechtsweg quasi verweigert. Das Bild weg. So, ja, und dann sehen Sie hier nichts. Ja. Ist hier noch klar? Was prüfen wir in der Begründetheit? In der Tat zwei Voraussetzungen, die man möglicherweise auch in der Zulässigkeit prüfen könnte, wenn man wollte. Nämlich, welche beiden Voraussetzungen? Ja, die Frist nach 2021 nach 1 Monat. Ja. Und was der Kollege angesprochen hat, die Befugnis nach 245. Ja. Und hier hat er ja auch zivilrechtlichen Widerspruch eingelegt. Also, genau. Also, sowohl die Anfechtungsbefugnis als auch die Anfechtungsfrist prüfen wir in der Begründetheit. Das ist genauso wie bei der Kündigungsschutzklage, wo Sie auch die Kündigungsfrist in der Begründetheit, nicht in der Zulässigkeit prüfen. Für alle Arbeitsrechtsfreunde, ja. Das sollte man nicht vergessen, das ist so. Ja, hier 245 plus, denn er hat Widerspruch zur Niederschrift erklärt und Frist wurde auch eingehalten. 1 Monat liegt alles vor. Damit kommen wir zum eigentlichen Hauptthema. Wir prüfen jetzt Nichtigkeitsgründe und danach Anfechtungsgründe. Wie sieht das hier in diesem Fall aus? Was könnte da alles so schiefgelaufen sein? Ich gebe Ihnen einen Tipp, es ist viel schiefgelaufen. Ja, das ist mein persönlicher Tipp. Fangen wir mit den Nichtigkeitsgründen an. Welche Nichtigkeitsgründe kennt das Gesetz? Das ist ein toller Fall, oder? Da staunen Sie. Dieser Fall ist so konstruiert, dass man ihn kaum glauben kann. Ja, wir stehen in 42 abschließend aufgezählt. Ja. Hier wird der Verschluss gegen Nummer 1 von Ihnen. Mhm. Wenn die auch von dem Verschluss gegen 101, was Absatz 2 und 3 Satz 1 oder Absatz 4 einberufen war, Absatz 2, wie die Vorschrift hier passiert, Absatz 3, Satz 1, habe ich nicht so richtig, glaube ich, habe ich das nicht gefunden, aber gehe ich dann mal aus, dass es richtig war. Mhm. Aber gegen Absatz 4 wurde auch schon verstoßen, denn die Anrufung ist in der Gesellschaft besser bekannt zu machen. Und nach Absatz 4a ist ja nicht, ist ja gar nicht gefunden, also aber es geht nur in der. Mhm. Was sind denn die Gesellschaftsblätter? Das steht in den Vereinen. Ja. Und woher das bekannt gemacht werden müssen? Es gibt keinen elektronischen. Es gibt nur noch den Bundesanzeiger, der ist zwar elektronisch, aber der heißt nicht mehr elektronisch. Also früher gab es den Bundesanzeiger und den elektronischen Bundesanzeiger. Heute gibt es nur noch einen Bundesanzeiger und der ist elektronisch. Das heißt, das Wort elektronisch ist weggefallen. Der Gesetzgeber ist also mal hingegangen, hat über das Wort elektronisch eingefügt und dann hat er eine Zeit lang das drin gelassen und hat es wieder rausgestrichen. Es gibt keinen gedruckten Bundesanzeiger mehr. Sie kriegen den nicht mehr auf Papier. Die Druckmaschinen sind alle abgebaut. Wenn Sie mal nach Köln fahren, zur Luxemburger Straße, keine Druckmaschinen mehr. Ich war da vor einem Jahr, alles abgebaut. Traurig. So geht Geschichte vorbei. Ja.
In der Tat, es ist falsch bekannt gemacht worden, nicht im Bundesanzeiger. Das ist schon mal die erste Todsünde. Ist das das Einzige, was hier schiefgelaufen ist? Denken Sie mal darüber nach, mit der Einberufung. Ja. Nicht 121. Nicht 124. 123 1. Ja, 123 Absatz 1. Wie lang ist die Frist nämlich? 30 Tage. Und woher wissen Sie, dass es keine 30 Tage sind? Ja. Wo wissen Sie das? Ich weiß, dass im November 30 Tage. Ja. Also in der Tat, es gibt keinen Monat, wo Sie vom 10. auf den 1. in 30 Tagen kommen, weil so lang sind unsere Monate nicht. Ja, also daran erkennen Sie das, das ist hier weniger als 30 Tage, damit war die Frist zu kurz. Ist das das Einzige, was hier so schiefgelaufen ist? Fällt Ihnen noch irgendwas auf? Auch bei allen anderen. Wichtig wäre halt, dass Sie bei jedem Grund sagen, ob es ein Nichtigkeitsgrund oder Anfechtungsgrund ist. Sonst ist es relativ egal, in welcher Reihenfolge Sie das benennen, weil nichtig ist halt nichtig. Nichtiger als nichtig gibt es nicht. Also in der Tat, Sie können entweder sozusagen der Reihe nach alle Nichtigkeitsgründe abhaken und dann alle Anfechtungsgründe, oder Sie können es durcheinander machen. Sie müssen bei jedem Grund sagen, ist es ein Nichtigkeitsgrund oder ist es ein bloßer Anfechtungsgrund. Also die Reihenfolge ist dann egal, hat den Vorteil, wenn Ihnen später noch was auffällt, müssen Sie nicht dann Sternchen oder noch irgendwie auf der letzten Seite 10 Sachen einfügen. Also die Reihenfolge ist da egal. Also nach 121 Absatz 3 fehlt, also ich weiß nicht, ob es nur so aufgedruckt war, aber fehlt zumindest Sitz der Gesellschaft, Tagesordnung, kann ich, weiß nicht, ob man die damit erkennen kann. Ja, wobei, das kann man sagen, weil das im Sachverhalt nicht so drinsteht. Aber ich vermute mal, da wird schon eine Tagesordnung sein, wenn da steht Top 22, wird es auch wohl Top 1 bis 21 geben, würde ich vermuten. Achso, das heißt, ja. Okay. Weil da steht ja auch die zugehörige Information in der Einberufung lautet. Das spricht dafür, dass es auch noch andere gibt. Ja? Also wenn wir dann auf das schon sind, dann das eben angesprochen von Absatz 4a, die Gesellschaft ist hier ja börsennotiert, das jetzt auch. Ja, sie hätte es auf der Internetseite bekannt machen müssen. Das fehlt auch. Ist es ein Anfechtungsgrund? Was meinen Sie? Im Generalanzeiger, ja. Ja, schauen wir mal. Okay. Ja, was noch? Ich gebe Ihnen einen Tipp, es gibt noch einen weiteren Fehler. Ja. Ja, sehr gut. Ja, sehr gut. Also in der Tat, die haben nicht mal die erforderliche Mehrheit. Es ist nämlich eine Dreiviertelmehrheit erforderlich, und zwar mindestens. Das heißt, hier ist nicht die erforderliche Mehrheit für die Satzungsänderung erreicht. Das heißt, wir haben einen Verstoß gegen 182.1. Und damit allein deshalb schon mal ein Problem. Gibt es noch ein weiteres Problem? Ja, sein Rederecht wurde verletzt, denn es darf, also ich hatte ja ein Rederecht, das ist in 131 Absatz 2 Satz 2 auch erwähnt. Das kann auch beschränkt werden unter gewissen Voraussetzungen, gerade wenn er zu lange redet. Aber hier wurde es schon, also wie im Ablauf der Hauptversammlung zu gewährleisten, aber die wurde schon nach wenigen Minuten
inhaltlicher Unzufriedenheit des Versammlungsleiters mit dem Beitrag eben abgebrochen und da kann ja jedenfalls kein Grund sein. Ja. In der Tat, hier wurde ihm das Rederecht ohne sachlichen Grund entzogen. Das ist eine Verletzung der Treuepflicht, das heißt, das geht gar nicht. Und allein deshalb sind wir schon formell wieder rechtswidrig. Also ist das jetzt alles. Lesen Sie nochmal dieses tolle Eingerückte da. Was sollte Ihnen da auffallen? Ja, das ist nicht das Problem mit diesem Satz. Ja, das ist eigentlich die Frage. Wer muss denn begründen, dass der Bezugsrechtsausschuss zulässig ist? Wer ist denn da in der Pflicht, gegen den Aktionären zu erklären, warum das so unbedingt eine wichtige Sache ist? Der Vorstand. Hat er hier eine vernünftige Abwägung vorgenommen? Also denken wir ans öffentliche Recht, wäre das jetzt hier eine vernünftige Ermessensausübung? Das ist im Grunde das, ist das Schöne, Sie können jetzt hier endlich mal so wie ein Örechtler denken. Endlich mal in Ihrem Leben. Da haben Sie immer von geträumt. Würden Sie sagen, das ist eine brauchbare Ausübung des Ermessens, die hier gut verständlich ist und klar macht, was die Erwägungen sind, warum das jetzt hier geeignet, erforderlich und angemessen ist? Ja. Aber das könnte egal sein wegen 186.3. Ja. Ja, sehr gut. 186.3.4. Frage, liegt das hier vor? In der Tat, ein Viertel ist ein Unterschied, der wesentlich ist. Man sagt, bis zu 10, vielleicht sogar 15% sind okay, aber ein Viertel ist schon erheblich. Das heißt, das ist mehr, als man über diese Börsenkursregel machen kann. Das sehen Sie auch hier, 12 ist normal und 9 wollen die. Das verzerrt schon die Wertverhältnisse signifikant. Die muss sozusagen den Aktionären offengelegt werden, was die aus der Sicht des Vorstands entscheidenden Aspekte sind. Der Vorstand muss in seinem Bericht darlegen, warum er es erhöhen will und warum sozusagen der Bezugsrechtsausschluss dazu erforderlich ist und das mildeste Mittel ist. Das heißt, er muss im Detail seine Erwägungen darlegen, damit die Aktionäre das überprüfen können. In der Tagesordnung, in der Bekanntmachung. Das heißt, deshalb ist dieser besondere Bericht halt da, damit der Vorstand darüber informieren kann. Der muss vorher vorliegen. Ja. Ja, interessante Frage. Warum ist die reine Aussage nicht hinreichend für diese Informationen? Warum muss schon in der Tagesordnung deutlich werden, warum der Vorstand hier den Bezugsrechtsausschluss für angemessen hält und warum kann er nicht sagen, den Detailbericht können Sie in der Hauptversammlung durch Auslage zur Kenntnis nehmen? Das ist die eine Erwägung, der Aktionär soll sich informieren können. Was ist das andere Problem, wenn Sie überlegen, Hauptversammlung findet statt? Was muss der Aktionär sich überhaupt erstmal vorher überlegen? Was kann er nämlich auch tun, möglicherweise, im Vorhinein, bevor er... Er kann einen Gegenantrag stellen, aber wenn Sie jetzt dagegen sind, aber keine Zeit haben und keine Lust haben, dahin zu gehen oder Ähnliches, was können Sie tun? Ja, man kann Vertreter hinschicken. Ja.
man selbst hat ja vorher gar nicht irgendwie einen Einblick da rein erhalten, wie der Vorstand abgewählt hat. Also die Fragen sind, gehen Sie überhaupt dahin oder sagen Sie, ist mir eh alles egal? Dazu müssen die wissen, ist das wichtig oder ist das unwichtig? Zum Zweiten, wenn Sie einen Vertreter hinschicken oder eine Briefwahl ausüben nach 118.2, dann müssen Sie ja wissen, was eigentlich die Grundlage der Entscheidung ist. Wenn man dann sagt, die Details erfahrt ihr erst, wenn ihr hingeht, ist das halt zu spät. Und die dritte Frage ist, wenn Sie den gesellschaftseigenen Vertreter oder Ihre Bank bevollmächtigen wollen, müssen Sie ja wissen, welche Weisung Sie erteilen, ob Sie sagen, stimmt mit Ja oder stimmt mit Nein. Und das haben Sie alles nicht, wenn es sozusagen erst ausgelegt wird in der Hauptversammlung. Das heißt, die wesentlichen Grundzüge müssen schon vor der Hauptversammlung bekannt gemacht werden. Und wenn das nicht der Fall ist, dann können die Aktionäre die Entscheidung sozusagen nicht rational fällen, weil sie eben nicht hinreichend darüber nachdenken konnten. Keine Kapitalerhöhung durch die Hintertür. Das betrifft eine andere Sache. Ja, haben wir noch irgendwas? Nein. Ja? Das heißt, dass jetzt gegebenenfalls auch der Zusatzausschluss zulässig wäre wegen Deutsche Bank oder so? Ja, Deutsche Bank ist ja die Sache, die sagt, es ist ein zulässiger Grund. Genau, weil man sagt, die Aktionäre konnten sich nicht vorher richtig informieren und deshalb konnten sie keine vernünftige Entscheidung fällen. Genauso wie das Rederecht. Wir können ja auch sagen, rein theoretisch, wenn da irgendeiner steht und eine tolle Rede hält, solange einer 80% hält, sagt er, interessiert mich doch nicht, was der redet, das stimme ich halt trotzdem mit Ja. Also im Normalfall ist dieser ganze Formalkram eigentlich völliger Unsinn. Im Normalfall ist die Sache vorher schon abgesprochen und der Mehrheitsaktionär sagt, ja, ich will und die Sache ist erledigt. Trotzdem ist es so, dass wir halt hier dieses Verfahren einhalten und sagen, jeder Verfahrensfehler führt dazu, dass das Ganze kippt. Und jetzt kommt die eigentlich schwierige Frage, die ist nämlich Frage B, die hier zu stellen wäre. Stellen Sie sich mal vor, der Vorstand möchte das trotzdem durchziehen. Was kann der Vorstand tun, nachdem unser A Klage erhoben hat? Ja, er kann ein Freigabeverfahren nach 246a Aktiengesetz durchführen. Und was ist die Folge eines Freigabeverfahrens, wenn es erfolgreich ist? Fangen wir damit mal an. Dass die Klageerhebung von dem Aktionär dieser Erhöhung nicht im Wege steht? Ja, das heißt, die Kapitalerhöhung wird eingetragen und wird dann auch durchgeführt. Und die Klage des Aktionärs ist im Grunde, naja, sie ist zwar zulässig und begründet, aber dann führt sie halt nur zu Schadensansprüchen, dann muss er erstmal ein Schaden geltend machen und das wird dann schwierig, das heißt, er hat im Grunde Pech gehabt. Frage, hätte denn ein Freigabeverfahren Aussicht auf Erfolg? Ja, was? Da steht in der Tat Kapitalbeschaffung, Kapitalherabsetzung, Unternehmensverträge. Was meinen Sie? Fällt die Kapitalerhöhung darunter? Ja, in der Tat Kapitalbeschaffung abzugrenzen von der nominellen Kapitalerhöhung halt der Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln, die ist keine Kapitalbeschaffung, die ist einfach nur eine Kapitalveränderung. Aber hier, wenn eine effektive Kapitalerhöhung durchgeführt wird, wird das Kapital erhöht und das ist dann selbstverständlich eine Maßnahme der Kapitalbeschaffung. Das heißt, Anwendung findet das Verfahren schon. Ich denke, es hat keine Erfolg, weil also es macht nach 246a Absatz 2 Nummer 1 müsste die Klage unzulässig oder offensichtlich unbegründet sein. Und ja. Die ist begründet. Ja, die ist begründet. Und zumindest nicht offensichtlich unbegründet, die ist sogar ziemlich sicher begründet. Genau, also ich würde auch sagen, Nummer 1 ist jedenfalls nicht, Nummer 3 könnte es sein. Ja. Aber dann dürfte kein besonders schwerer rechtliches Problem. Jetzt frage ich mich, kann überhaupt bei einem Nichtigkeitsgrund noch das Freigabeverfahren greifen? Jedenfalls sind hier, also jetzt auch im Einzelfall, so viele Gründe, dass
liegt vor, dass der Rechtsbeschluss doch besonders schwer ist und deswegen auch nochmal drei nicht fallen. Ja, also die Frage ist in der Tat, würden Sie, was ist ein besonders schwerer Rechtsverstoß? Ab wann liegt er vor? Nicht jeder Nichtigkeitsgrund gilt automatisch als besonders schwer, sagt man. Also es kann Fälle geben, wo man sagt, okay, wenn die Bekanntmachung alle Aktionäre erreicht, wie auch immer, dann ist halt der Bundesanzeigerverlag doch nicht so schlimm. Aber im Grundsatz ist die Aussage, wenn eine Häufung von Nichtigkeitsgründen vorliegt und Anfechtungsgründen, dann hat man wohl keine Möglichkeit, auch mit wichtigem Interesse dagegen vorzugehen, weil dann muss das Interesse der Gesellschaft zurückstehen hinter dem Legalitätsprinzip, dass man das verfahrensmäßig richtig macht. Ich habe noch eine Frage. Führt denn jeder formelle Fehler automatisch zur Anfechtbarkeit eines Hauptverfahrensbeschlusses? Im Grundsatz ja. Einzige Ausnahme besteht, wann, wir haben darüber gesprochen vor einem Monat, wann kann ausnahmsweise nicht angefochten werden, trotz Formfehlers? Ja, kausal wäre zu eng. Warum wäre kausal ein Problem? Denken Sie hier an unseren A, der Aktienwerte von 2000 hält. Eben. Also wenn es um Kausalität gehen würde, würden wir sozusagen alle rauskicken, die Minderheitsaktionäre, und sagen, ja komm, da hat einer 75%, der kann eh alles durchwinken, da kann ich Verfahrensmängel haben ohne Ende. Kausalität wäre sozusagen tödlich. Relevanz, sehr gut. Was heißt denn Relevanz? Wann ist ein Verfahrensmängel relevant und wann ist er irrelevant? Das klingt so ein bisschen wie Referendariat, Strafrechtsrevision oder sowas. Man wird nicht gesagt, auch im Öffentlichen, dass es große Ordnungsvorschriften gibt und eben wichtige. Wichtige? Und, wenn es nur eine große Ordnungsvorschrift ist, dann kann man dagegen verstoßen. Ja, in der Tat, es gibt bloße Ordnungsvorschriften, da haben wir schon gesehen, so, wenn ich die Straße falsch angebe, das Hauptversammlungsordnung oder ähnliches. Es gibt aber auch innerhalb der wichtigen Vorschriften eine Ausnahme, nämlich dann, wenn wir sagen, ein vernünftiger Aktionär wäre davon nicht beeinflusst worden. Das heißt, wir haben das ausdrücklich gehabt im Gesetz, Sie erinnern sich, wo steht denn was mit Anfechtung wegen Verletzung von Auskunftsansprüchen? Ah, jetzt überlegen Sie mal. Da gibt es eine Sonderregelung zu. Ja? 243 Absatz 4. Ja, und was sagt er nämlich? Wann kann ich nur anfechten? Ja, wenn ein objektiv urteilender Aktionär eben diese Information gebraucht hat, um sich ein angemessenes Bild zu machen. Genau. Also, wenn der objektiv urteilende Aktionär genau aufgrund dieser Information anders entschieden hätte und derselbe Rechtsgedanke gilt allgemein für alle Formmängel, wenn es sozusagen einen normalen Aktionär nicht beeinflusst hätte, dann können Sie deshalb nicht anfechten. Das ist also eine Art hypothetische Kausalität. Hätte das einen hypothetischen Aktionär in seiner Entscheidungsfindung beeinflusst? Und wenn nicht, dann bleibt es außer Betracht. Genau. Aber wie gesagt, in vielen Fällen entbehrt es sich halt, wenn man gegen das Gesetz verstößt, ist es ziemlich offensichtlich immer relevant, weil man sagt sozusagen, Gesetzesverstöße sind nie zu dulden. Es will ja keiner illegal handeln. Oder in anderen Fällen, wo man sagt, ja, das ist ein Mangel, der sozusagen immer relevant sein muss, sagen wir mal, Frist zu kurz oder sowas, dann ist es halt zwangsläufig relevant. Aber in der Theorie müssen wir das immer prüfen, bei Verfahrensverstößen, bei Sachmängeln nie. Also bei Sachmängeln spielt die Relevanz keine Rolle. Wenn ich inhaltlich sage, was weiß ich, wir werden einen Angriffskrieg gegen Tuvalu führen, dann ist das per se nichtig. Ja. Verstoß gegen Strafgesetze. Wir schaffen unseren Aufsichtsrat ab. Auch das geht nicht. Gut. Ja, jetzt tut sich hier wieder nichts. Alles abgestürzt. Super Sache. Ah, da. Dann haben wir noch einen zweiten Fall. Wir steigern die Schwierigkeit jetzt. Der Sachverhalt wird noch ein bisschen länger. Also wir haben die DAG. Die sitzt in Bonn und die hat eine überschaubare Zahl von Aktionären, nämlich sage und schreibe 3. A hat 45%, B hat 45% und C hat 10%. Grundkapital beträgt 500.000. Nach 3 Jahren hat die Gesellschaft 400.000 Euro Verlust eingefahren und nun soll auf der Hauptversammlung entschieden werden, was passiert.
Gegenstand der Tagesordnung bildete eine vereinfachte Kapitalherabsetzung um 400.000 Euro und zum anderen soll eine Kapitalerhöhung um 100.000 beschlossen werden. Nicht erwähnt war dagegen ein Bezugsrechtsausschluss. Das wurde dann entdeckt und daraufhin wurde der Bezugsrechtsausschluss in einer in der Satzung als Geschäftsblatt bekannt gemachten Zeitung veröffentlicht. Hintergrund war die Überlegung, man wollte den I einwerben und der I hat gesagt, ich will mindestens 50% haben. Außerdem will man den C rausekeln, das ist so der geheime Zweck dahinter. Es kommt, wie es kommen muss. Die Hauptversammlung ermächtigt den Vorstand, das Kapital im Wege einer Kapitalherabsetzung herabzusetzen. Und dann wird das Kapital um 100.000 wieder erhöht unter Ausschluss des Bezugsrechts. Der Aufsichtsrat führt aus, die beantragte Ermächtigung soll den Vorstand in die Lage versetzen, I zu erwerben. Die Gewinnung des Know-how des I sowie seiner Mittel ist auch nicht auf andere Art und Weise erreichbar. Dem trägt die Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts Rechnung. Dann wird das beschlossen mit einer Mehrheit von 90%, nämlich A und B. C hat dagegen gestimmt und Widerspruch zur Niederschrift erklärt und jetzt hat er beim Landgericht Bonn Nichtigkeitsklage erhoben. Er meint, das Ganze sei zu weitgehend, außerdem sei das Ganze verfahrensfehlerhaft. Fangen wir mit der Vorfrage zum Sachverhalt an. Die haben ein Grundkapital von 500.000, machen dann eine vereinfachte Kapitalherabsetzung um 400.000 und gehen dann hin und erhöhen das Kapital um 100.000. Ja? Also 400.000 runter, 100.000. Frage, wie hoch ist das Stammkapital am Ende dieser beiden Maßnahmen? Das ist die erste entscheidende Frage. Das ist eine Rechenfrage. Wie hoch ist das Stammkapital nach der Herabsetzung um 400.000 und der Erhöhung um 100.000? Das ist jetzt hier Mathe-Leistungskurs. Die schwierige Frage ist, wie die danach kommt, nämlich wie ist es dann aufgeteilt? 200.000. Wie ist das aufgeteilt? Ja. Ja, es wird schwierig. Das ist nicht so schwierig. Sie müssen überlegen, Sie haben die Hälfte von 45% jeweils. Die Hälfte von 45%. %27,5%. Und wie viel hat unser C, der vorher 10% hatte? 5. Ja, klar. Also 27,5 plus 27,5 plus 5 plus 50 macht. Ja, da haben wir uns nicht verrechnet. 22. Genau, 22,5, nicht 27,5. Danke. 22,5 plus 22,5 plus 5% macht 50 und die anderen 50 hat I. Soweit klar bisher? Gut. Erste Frage, wo gucken Sie, wenn es um Kapitalherabsetzung geht? Ja. Und wenn Sie sich das angucken, dann stellen Sie was fest? Es gibt zwei Arten von Kapitalherabsetzung, nämlich die effektive und die nominelle. Effektiv und nominell sollte Ihnen was sagen. Warum? Weil wir schon bei der Kapitalerhöhung gehabt haben. Warum machen Sie eine effektive Kapitalherabsetzung? Liegt ziemlich auf der Hand. Was haben Sie davon? Warum machen Sie das? Ja, Sie können Geld, was normalerweise gebunden wäre und an 57 scheitern würde, an die Aktionäre ausschütten. Vorteil ist, dadurch wird es von 57.1 befreit und Sie können es direkt am selben Tag rausschütten. Das heißt, Sache wunderbar. Warum machen Sie eine nominelle Kapitalherabsetzung? Das ist eine interessantere Frage. Nominell heißt einfach nur, das Kapital wird rechnerisch runtergesetzt. Was haben Sie davon?
Warum machen Sie eine nominelle Kapitalrate, wenn Sie kein Geld rauskriegen? Warum sollte man das tun? Ja? Genau. Also in der Tat zwei Ursachen. Einerseits wollen Sie früher Geld ausschütten, zum anderen wollen Sie neue Investoren kommen. Habe ich Ihnen nochmal vorgerechnet. Stellen Sie sich vor, Sie haben eine Gesellschaft, die hat ein Grundkapital von 10 Millionen Euro. Und sie hat praktischerweise auch 10 Millionen Aktien ausgegeben. Der Nennwert jeder Aktie ist damit 1 Euro, können Sie ausrechnen. Weil 10 Millionen mal 1 gibt 10 Millionen. Das Vermögen der Gesellschaft liegt nun aber nur bei einer Million. Das bedeutet, was muss die Gesellschaft tun, bevor sie eine Dividende ausschütten kann? Wie viel Gewinn muss sie machen, bevor sie den ersten Cent Dividende ausschütten darf? Das ist keine Rechenleistung, die besonders schwierig ist. Wenn sie 1 Million noch in der Kasse hat und das Grundkapital 10 Millionen ist, genau. Erst wenn 9 Millionen erwirtschaftet sind, darf sie erst wieder anfangen auszuschütten, vorher nicht. Zudem, die Aktien haben zwar einen Nennwert von 1 Euro, der real verkörperte Wert beträgt aber nur 10 Cent. Das ist ziemlich wenig. Jetzt können Sie natürlich Ihr Kapital erhöhen um weitere 10 Millionen, um wieder an Geld zu kommen. Wenn Sie jetzt Ihr Kapital um 10 Millionen erhöhen, passiert Folgendes. Das Grundkapital steigt auf 20 Millionen. Die Zahl der Aktien steigt auch auf 20 Millionen. Der Nennwert bleibt gleich und die Gesellschaft hat jetzt 11 Millionen in der Kasse. Dürften Sie jetzt Geld ausschütten? Ja, die brauchen also auch wieder die 9 Millionen. Und das zweite Problem ist, die neu ausgegebenen Aktien, die mindestens für 1 Euro ausgegeben werden müssen, haben einen realen Wert von 55 Cent. Das heißt, derjenige, der diese Aktien kauft, zahlt 1 Euro für etwas, was nur 55 Cent wert ist. Und da haben Sie ein Problem, jemanden zu finden, der das macht. Klar? Deshalb gibt es die Möglichkeit zur nominellen Kapitalherabsetzung. Dann funktioniert die ganze Sache. Wenn Sie das Kapital nämlich herabsetzen, dann kriegen Sie Aktien, die mindestens 1 Euro wert sind und alle sind glücklich. Wer sind die Leidtragenden einer Kapitalherabsetzung? Ist das so? Wenn Sie jetzt hier, wenn Sie sagen, alle Aktionäre haben 100 Aktien und Sie machen eine Kapitalherabsetzung im Verhältnis 1:100, leiden Sie darunter? Das Verhältnis bleibt gleich und das Geld aus der Gesellschaft ist ja eigentlich eh schon weg. Auf die Leute, die haben die Probleme bei der Grundkapitalverlegung. Ja, in der Tat, erste Aussage, die Gesellschafter haben hier gleiche Verhältnisse und die Gläubiger ärgern sich, weil das Grundkapital niedriger wird. Gucken wir uns mal näher an, haben alle Gesellschafter wirklich hier nichts verloren? Was kann passieren bei einer Kapitalherabsetzung, wenn Sie 1:1000 machen zum Beispiel oder 1:1 Million? Was passiert bei dieser Bruchrechnung? Aus einer Aktie mach 1/4. Wo liegt das Problem, wenn Sie jede Aktie oder wenn Sie immer 4 Aktien gegen eine tauschen? Und die haben 9 Aktien. Wie viele Aktien kriegen Sie dann? 2. Wie viele
verlieren Sie gegen zwei Aktien. Wenn Sie 9 haben, kriegen Sie nur 2. Und Sie verlieren in der Tat den Wert einer Aktie. Das heißt, kann es zu einer Verschiebung kommen? Und wann ist die Verschiebung besonders hoch, um es ganz deutlich zu machen? Bei welchen Tauschverhältnissen? Ja, natürlich, je höher das Tauschverhältnis ist, desto mehr Leute gehen sozusagen über die Ecke. Wenn Sie also tauschen 1 zu 2, ist es nicht ganz so schlimm, wie wenn Sie tauschen 1 zu 100. Denn wenn Sie tauschen 1 zu 100, bedeutet das, jemand, der 99 Aktien hat, kriegt nichts. Ja, Sie haben 99 Aktien, bekommen dafür nichts. Sie haben 199, bekommen dafür eine Aktie. Das heißt, natürlich verschieben sich die Verhältnisse, weil manche Leute einfach ganz rausfallen und andere halt möglicherweise was verlieren. Das heißt, die Minderheitsaktionäre haben möglicherweise Interesse daran, dass das nicht passiert, weil sie dadurch eben Bruchstücke verlieren und dadurch wieder ihre Rechte reduziert werden. Gucken wir uns die Gläubiger näher an. Haben die Gläubiger hiermit wirklich ein Problem, wenn wir das Grundkapital senken? Ja, in der Tat, der Nennwert ist egal. Aber warum kann man in dieser Konstellation hier, in der rechten Konstellation, es durchaus rechtfertigen, die Gläubiger sagen, wir finden es gut, dass das Kapital herabgesetzt wird? Was haben die Gläubiger davon, dass das Kapital herabgesetzt wird? Warum ist es für die Gläubiger gut in dieser Kapitalschnittkonstellation? Wenn wir schon die Kapitalerhöhung danach mit einbeziehen, dann kann man sagen. Eben, die Gläubiger können sagen, dadurch kriegen wir die Möglichkeit auf eine Kapitalerhöhung mit der Möglichkeit, dass hier wieder frisches Geld in die Kasse kommt. Frage, muss die Kapitalerhöhung dann in gleicher Höhe wie die Herabsetzung erfolgen? Oder würden Sie sagen, es geht auch, wenn es eine niedrige Kapitalerhöhung ist? Also muss das 1:1 sein, Kapitalerhöhung und Kapitalherabsetzung. Also sagen wir mal, hier in dem Fall ist es ja in der Tat so, dass es exakt wieder reinkäme. Sagen wir mal, Sie würden eine Kapitalerhöhung um 5 Millionen machen, aber eine Herabsetzung um 10 Millionen. Ist es für die Gläubiger gut oder schlecht? Wenn Sie Gläubiger wären. Ja, in der Tat, solange das Geld eh nicht in der Kasse ist, tut es den Gläubigern nicht weh. Die Gläubiger können sich freuen, dass neues Geld reinkommt, egal wie wenig, sie stehen immer noch besser da, als sie vorher standen. Vorher haben sie zwar eine höhere Sperrziffer, aber solange eh kein Geld hinter dieser Sperrziffer steht, ist das reines Versprechen, das nützt den Gläubigern gar nichts. Wie wird eine Kapitalherabsetzung gemacht? Genauso wie eine Kapitalerhöhung, sie brauchen eine Dreiviertelmehrheit, die beschließt das. Es muss der Zweck der Kapitalherabsetzung offenbart werden. Dann wird das Ganze eingetragen und dann wird im Regelfall der Nennwert der Aktien reduziert. Ja? Das heißt, wenn Sie eine Aktie haben, Werte von 4 Euro und es wird im Verhältnis 1 zu 4 herabgesetzt, wird Ihr 4 durchschnittlich eine 1 draufgeschrieben. Jetzt fragen Sie sich, wie kann das denn passieren dann, dass ich eben gesagt habe, da werden Aktien eingezogen faktisch, die wegfallen, wenn doch eigentlich nur der Nennwert geändert wird. Wie kann das dazu kommen, dass Aktien sozusagen vernichtet werden müssen? Weil die auf volle Euro lauten müssen. Ja, die müssen auf volle Euro lauten und die müssen mindestens 1 Euro betragen. Dass den vollen Euro können Sie wie umgehen? Was können Sie statt Nennbetragsaktien machen, wenn Sie sozusagen keine Lust haben auf dieses ständige Umtauschen von Urkunden und sowas? Welchen Ausweg gibt es, wenn Sie auf einen Betrag von 1,373512 kämen? Was können Sie da tun als Gesellschaft, um sich flexibler zu halten in Bezug auf Kapitalherabsetzung und Kapitalerhöhung? Stückaktien, sehr gut. Stückaktien haben Sie gelernt,
sind halt nennwertunabhängig, aber auch da gilt die 1-Euro-Untergrenze. Also unter den 1 Euro dürfen sie nicht fallen, sonst müssen sie 2 Stück Aktien zu einem zusammenfassen. Was alle benachteiligt, nur eine Aktie haben, denn die verlieren die dadurch. Ja? Gut. Dann Gläubigerschutz. Der Kollege hat nicht ganz zu Unrecht gesagt, die Gläubiger sind die Leidtragenden, insbesondere bei der effektiven Kapitalherabsetzung, wo am Ende Geld ausgeschüttet wird. Deshalb sagt das Gesetz, gibt es 2 Schutzmechanismen. Der erste Schutzmechanismus ist ein Anspruch auf Sicherheitsleistung. Der Gläubiger kann verlangen, dass ihm eine Bankbürgschaft bestellt wird in Höhe seines Anspruchs, damit sozusagen er gesichert ist, egal wie niedrig das Grundkapital wird. Bevor das Kapital herabgesetzt wird, wird jeder Gläubiger sozusagen geschützt, wenn er es will, und Sicherheitsleistung oder Erfüllung verlangt. Der zweite Schutz ist die Sperrfrist. Solange der sozusagen das Recht noch hat zu wählen, dürfte das Geld an den Aktionär nicht zurückgezahlt werden, solange bleibt das Geld in der Kasse. Nach Ablauf der Sperrfrist kriegt der Aktionär das Geld und der Gläubiger hat Pech gehabt. Wenn es dann nicht mehr reicht, fällt er halt auf die Nase. Der zweite Schutzmechanismus ist die Beschränkung der Ausschüttung auf einen bestimmten Zeitraum. Wenn man es schafft, jetzt die Bilanz schlecht zu machen und dann wieder direkt zu retten, um dann Geld auszuschütten, dann ist das wiederum in der Gesellschaft zu belassen, das Geld. Also die verdeckte Ausschüttungsmöglichkeit ist auch eine Umgehung. 233 stellt sicher, dass bei der nominellen Kapitalerhöhung das Geld auch erstmal drin bleiben muss. Besonderer Fall ist der sogenannte Kapitalschnitt, das ist das, was wir in diesem Fall haben, um darauf zurückzukommen. Das ist nämlich die Kapitalherabsetzung und diese Kapitalherabsetzung darf sogar unter das Mindestgrundkapital erfolgen. Sie können das Grundkapital für eine juristische Sekunde auf 0 herabsetzen. Dann haben Sie für diese juristische Sekunde ein Grundkapital von 0, müssen aber im gleichen Atemzug eine effektive Kapitalerhöhung auf mindestens 50.000 durchführen. Das heißt, Sie können auf 0 runter und dann auf 50.000 wieder hoch. Sie können auch auf 25.000 runter und auf 1 Million hoch, wie auch immer Sie es haben wollen. Aber wichtig ist, dass sozusagen in dem tiefen Tal direkt wieder Sie über die Grenze rüberkommen. Das heißt, vorübergehend für die eine juristische Sekunde können Sie unter die Mindestgrenze fallen. Das nennt sich Kapitalschnitt. Immer dann, wenn Sie eine Kapitalherabsetzung verbinden mit einer Kapitalerhöhung. Und wichtig ist, das ist immer eine nominelle Kapitalherabsetzung. Es wird also kein Geld ausgeschüttet, sondern es wird einfach nur korrigiert auf das reale Vermögen. Dann wird neues Geld hinzugetan und das Grundkapital direkt wieder erhöht. Das haben wir in unserem Fall. Das bringt uns dann auch wieder zurück zu dem Sachverhalt. Zack. Zurück zu unserem Sachverhalt. Hier, unser C regt sich auf und die Frage ist, zu Recht, und Sie haben eine Nichtigkeitsklage vor dem Landgericht Bonn. Und wie sieht es aus? Ist die Klage, hat die Klage Aussicht auf Erfolg? Ja, die hat sie, wenn sie zulässig und begründet ist. Ist die Klage zulässig? Das ist ja nicht so schwierig. Gleiche wie eben, ist die Klage zulässig? Dazu müsste das Landgericht Bonn zuständig sein. Wonach ist das Landgericht Bonn zuständig? Ja, 246.3 Satz 1. Das heißt, das Landgericht Bonn ist zuständig. Dann haben wir hier, hat er Nichtigkeitsklage erhoben. Frage, darf er sich auch auf Anfechtungsgründe stützen oder ist das damit dann Pech? Wenn er jetzt noch einen Anfechtungsgrund hat und keinen Nichtigkeitsgrund, hat er dann verloren. Kann man hilfsweise die Klageart wechseln? Können Sie sagen, ich mache
wenn es geht, Leistungsklage, hilfsweise Feststellungsklage. Ja, nur dann, wenn der erste Antrag unzulässig oder unbegründet ist, können Sie einen Hilfsantrag stellen. Frage, ist das sinnvoll in so einem Fall? Würden Sie sagen, ich möchte vorrangig Nichtigkeit und subsidiär Anfechtung? Wir haben ja gesagt, dass sowieso das eine Klage ist, in der beides muss. Ja, er kommt mit beiden Sachen zum gleichen Ziel, das heißt, es gibt keinen Vorrang-Nachrangfeld, es steht also auf der gleichen Stufe. Deshalb wird das alles hier als eine Klageart behandelt. Man sagt die Beschlussmängelklage und das Gesetz unterscheidet die zwar, aber die Rechtsprechung sagt, man kann es immer in das umdeuten, was man gerne hätte. Man kann in der Anfechtungsklage Nichtigkeitsgründe geltend machen, in der Nichtigkeitsklage Anfechtungsgründe. Das heißt, wir müssen hier nicht prüfen, ob das, was er vorträgt, an Anfechtungs- oder Nichtigkeitsgrund ist. Wir können einfach sagen, er macht hier eine Klage gegen Beschlüsse geltend. Damit ist das richtig. Dann noch zu den Beteiligten. Was müssen wir hier feststellen zur Beklagten? Wer wird beklagt? Wer ist Beklagter? Ja, nach 246.2.1 die Gesellschaft. Und wer vertritt die Gesellschaft in diesem Prozess ausnahmsweise? Wer vertritt die Gesellschaft? Vorstand und Aufsichtsrat, beide zusammen, so 46.2.2. Haben wir ein Problem mit dem Rechtsschutzbedürfnis in diesem Fall? Ist das hier ein Querulant, der irgendwie nur erpressen will und keine wirkliche Erfolgsaussicht haben will? Nein. Gibt es einen einfachen Weg, das Ziel zu erreichen? Auch nicht. Also ist die Klage zulässig. Ist die Klage begründet? Wann ist so eine Klage begründet? Also in der Tat, wir haben sowohl die Anfechtungsbefugnis als auch die Anfechtungsfrist eingehalten. Frage, gibt es hier einen Nichtigkeitsgrund oder Anfechtungsgrund? Gucken wir uns die Nichtigkeitsgründe an. Kommt da irgendeiner von in Betracht? Nummer 1, Nummer 2, Nummer 3. Was meinen Sie? Kommt da irgendwas von ernsthaft in Betracht? Nummer 4. Nein. All das Bezugsrecht ist nicht gläubigerschützend, es ist auch nicht im Interesse der Allgemeinheit, es ist auch nicht das Wesen der AG. Es ist auch hier kein Einberufungsmangel, also insoweit erstmal auf den ersten Blick Nichtigkeit nicht gegeben. Wenn keine Nichtigkeit gegeben ist, kommt nur eine Anfechtbarkeit in Betracht. Anfechtungsgründe sind alle Verstöße gegen das Gesetz oder die Satzung. Haben wir hier einen Verstoß gegen die Satzung? Nein. Kommt in Betracht ein Verstoß gegen das Gesetz? Ja. Nämlich, warum könnte man hier gegen das Gesetz verstoßen haben? Ja. Der Bezugsrechtsausschluss könnte unwirksam sein und wo liegt das Problem?
Haben wir ein Problem mit der Mehrheit? Fangen wir damit mal an, so wie eben, wo wir nur eine Zweidrittelmehrheit haben. Haben wir ein Mehrheitsproblem? Wer hat alles dafür gestimmt? Ja. Ja, nicht ganz. Erinnern Sie an die Folie davor. Warten Sie mal, ich schalte mal zurück. Schauen Sie mal da. Dann kommen wir die Erstsemester. Kann man das? Nein. Wie wechseln Sie da? Was brauchen Sie dafür? Eine Satzungsänderung. Das können Sie machen. Mit Dreiviertel Mehrheit ändern Sie die Satzung und wechseln von dem Betrag auf Glücksaktien. Das können Sie machen, aber einfach so geht es nicht. Was war das Problem mit dem Bezugsrechtsausschluss? Ja. Ja, nicht ganz. Was haben die gemacht? Der hat das schon bekannt gemacht, aber oh, irgendwann danach kann ich wieder auf der nächsten Folie wieder. Ja. Warum ist das ein Problem? Also in der Tat, es muss wohl bekannt gemacht werden in den Gesellschaftsblättern, das heißt im Bundesanzeiger zumindest. Irgendeine Tageszeitung reicht nicht, die müssen uns sagen, können nicht erwarten, dass die Aktionäre das lesen. Was ist das zweite Problem? Wenn Sie mal überlegen, wie muss denn diese Bekanntmachung erfolgen, rein praktisch? Wie stellen Sie sich das vor? In welchem Zusammenhang, denken Sie, wäre es vielleicht sinnvoll gewesen, diese Bekanntmachung zu machen? Ja, zusammen mit dem Rest der Analyse. Ja. Kann man es einfach so nachschieben? Was meinen Sie? Kann man sagen, ah ja, übrigens noch Bezugsrecht auch, ist sogar eingefallen. Wahrscheinlich muss man, wenn dann nochmal eine komplette Einladung machen, mit der kompletten Tagesordnung. Ja. Also, wenn wir uns das im Gesetz angucken, sagt 186.4 erstmal nur, es ist bekannt zu machen. Wenn Sie jetzt das Ganze zusammenlesen mit dem 124 und dem 121, dann kommen Sie zu der Überlegung, es muss nicht irgendwie erfolgen, sondern es muss in der Tagesordnung mit erfolgen. Und die Tagesordnung wird mit der Einberufung bekannt gemacht. Das heißt, es muss in der Einberufung direkt erfolgen und nicht irgendwie separat davon. Sie können natürlich noch eine zweite Einberufung machen. Allerdings, welches Problem stellt sich denn, wenn Sie eine neue Einberufung machen? Was müssen Sie denn auch machen? Dann ändert sich die Frist, dann müssen nämlich 30 Tage dann noch eingehalten sein. Das heißt, Sie kommen möglicherweise dann nicht mehr hin mit Ihrer Frist und dann ist das Ganze deshalb schon unwirksam. Also in der Tat ist hier gegen diese Pflicht verstoßen worden. Frage, wir haben eben über den 243.4 gesprochen, fällt das in der 243.4? Ja. Direkt
der Relevanz, der Teil, also der Satz 1. Ja, was ist das denn hier? Ja, ist das nicht in der Hauptversammlung? Nicht nur in der Hauptversammlung, auch vor der Hauptversammlung, auch Berichte sozusagen. Also auch schriftliche Berichte über Unternehmensverträge oder Ähnliches, die auszulegen sind vor der Hauptversammlung oder Ähnliches, werden auch erfasst. Also es geht um alle Informationen, die sozusagen in Bezug auf die Beschlussfassung erteilt werden. Also es kann auch, was ich, der Geschäftsbericht sein oder irgendwas. Aber die Frage ist in der Tat nicht ganz ungerechtfertigt. Gilt das auch für die Tagesordnung als solche? Also in der Tat, wenn irgendwelche Erklärungen fehlen würden, würde man sagen, okay, möglicherweise schon. Aber gilt die Norm auch für die Tagesordnung der Hauptversammlung? Würden Sie das auch auf den Ort der Hauptversammlung erstrecken oder... Ja, also man sagt, das betrifft sozusagen die Axientialia der Information, also die Außenbereiche. Der Kern der Information, das stattfindet, worüber beschlossen wird und so weiter, das bleibt immer unberührt. Folgefrage, die ich Ihnen aber noch stellen möchte in dem Zusammenhang, was ist denn mit 121, letzter Absatz? Vorletzter Absatz, sorry, Absatz 6. Warum spielt er hier eine Rolle? Wenn Sie nochmal sich überlegen, wie die Abstimmung erfolgt ist. Zack. 2x45 dafür, einmal 10 dagegen. Ja, wogegen muss der widersprechen? Gegen die Form der Beschlussfassung. Frage, hat er hier widersprochen der Beschlussfassung? Was war sein Einwand? Hat er den Formfehler geltend gemacht? Letzter Satz. Ja. Also es reicht nicht, dass er sagt, ich bin mit dem Ergebnis unzufrieden, sondern er muss sagen, ich berufe mich gerade darauf, dass es formwidrig war und ich mich nicht vorbereiten konnte und Ähnliches. Das hat er hier getan. Das heißt, hier ist auch kein Einwand zulässig. Du warst doch da, hast abstimmen können. Was ist dein Einwand? Also dieser Einwand ist ihm nicht abgeschnitten, weil er konkret darauf gestützt hat, dass hier ein Formfehler vorliegt. Das heißt, diesen Vorbehalt erklärt hat und damit raus ist. Gut, dann gucken wir noch weiter in unserem Fall. Wie sieht das hier mit den sachlichen Voraussetzungen aus? Und da müssen Sie auch wieder genau gucken. Letzter Satz auf dieser Seite. Warum ist dieser Satz hier ein Problem möglicherweise im Hinblick auf die materiellen Voraussetzungen des Bezugsrechtsausschlusses? Ja, das muss ja einen sachlichen Grund geben. Ja. Den lästigen Aktionär loszuwerden ist jedenfalls nicht sachlich. Ja. Also Querulanten loswerden ist kein sachlicher Grund. Aber ist die Frage damit schon geklärt? Also damit direkt, kein sachlicher Grund, Problem gelöst? Also es ist in der Tat so, es gibt hier auch einen Nebeneffekt, aber der Haupteffekt soll ja sein, wir wollen den I dazu gewinnen. Wie ist das denn, wenn Sie zwei Wirkungen haben? Die verfolgen zwei Gründe. Grund 1 ist, den C rauskicken und Grund 2 ist, den I reinholen.
müssen ja sagen, was ist der Schwerpunkt des Grundes? Oder ist es so, wenn schon ein bisschen unsachlich dabei ist, ist es komplett unwirksam? Oder ist es so, wenn schon ein bisschen sachlich dabei ist, dann reicht's? Oder ist dann der Schwerpunkt zu bilden? Was machen Sie, wenn es mehrere Gründe gibt? Einen bösen Grund und einen lieben Grund. Wer gewinnt? Ja. Es gibt ja nur drei Varianten. Entweder der sachliche Grund setzt sich immer durch, oder der unsachliche Grund macht immer alles kaputt, oder der Schwerpunkt, oder, na, das waren eigentlich drei Möglichkeiten. Wie gesagt, es kommt auch an, was der Hauptgrund ist. Wenn beide sozusagen zusammenspielen, dann müssen die beide sachlich sein. Wenn einer nur der zentrale ist, dann reicht das nicht mehr sachlich. Ja. Die Rechtsprechung, oder die Literatur zumindest, die Rechtsprechung hat die Leute entscheiden müssen, sagt, es reicht schon, wenn ein sachlicher Grund durchgeht, sozusagen, wenn das sozusagen das mildeste Mittel für diesen sachlichen Grund ist und das, der überwiegt, dann kann man sozusagen so viele Nebenmotive daneben haben, wie man will. Es setzt sich immer der eine sachliche durch. Man muss nur einen sachlichen Grund haben, der muss aber allerdings natürlich auch vorher bekannt gemacht worden sein und der muss auch im Bericht aufgetaucht sein und so weiter. Wenn man das alles gemacht hat, ist man auf der sicheren Seite, dann kann einem nichts mehr passieren. Also der sachliche Grund setzt sich durch, soweit er überwiegt im Sinne von Verhältnismäßigkeit für den Aktionär. Nicht im Sinne gegenüber anderen Gründen. Das heißt also, wenn der eine Grund nur 3% des Motivs ist, der andere 97, sagen der 3% Grund durchgeht, hat der Aktionär Pech gehabt. Klar? Also bei mehreren Gründen müssen Sie jeden Grund einzeln prüfen und wenn auch nur einer durchgeht, reicht das. Gut. Insgesamt, auch in diesem Fall, es gibt einen formellen Mangel, nämlich die zu späte Bekanntmachung. Und es gibt einen materiellen Mangel. Der materielle Mangel geht aber nicht durch, weil wir sagen, es ist sozusagen immer noch der sachliche Grund da, der sich durchsetzt. Das heißt, es gibt nur den formellen Mangel. Damit kann der hier Anfechtungsklage erheben. Die hat auch Aussicht auf Erfolg. Wie sieht es hier aus mit dem Freigabeverfahren? Was würden Sie dazu sagen? 246a. Was ist der Unterschied zum Fall von eben? Was ist der Unterschied zum Fall von eben? Gleiches Ergebnis, gleiche Überlegungen? Oder gibt es einen Unterschied? Ja, hier geht es um Sanierungsmaßnahmen. Sanierungsmaßnahmen sind grundsätzlich immer stark im Unternehmensinteresse, weil die haben ja hier sozusagen vier Fünftel ihres Grundkapitals schon ausgegeben. Das heißt, sie brauchen dringend neues Geld. Und zum Zweiten ist das ein rein formeller Mangel, der nicht so schwerwiegend ist, weil der war ja da und konnte sich äußern. Insofern hat die fehlende Bekanntmachung im Grunde kaum geschadet. Insofern sagt man, überwiegt das Interesse der Gesellschaft. Und die Gesellschaft kann hier eine Freigabe erreichen, weil sie hier eben stärker schutzwürdig ist und das Interesse des Aktionärs dahinter zurücktreten muss. Das heißt, es würde hier freigegeben, dann wird es eingetragen und dann ist er mit einem niedrigeren Teil beteiligt. Gut, damit sind wir am Ende mit diesen beiden Fällen. Nochmal, nächste Woche ist Klausur. In der Klausur kommt nur das dran, was wir in der Vorlesung gemacht haben. Also alles, was wir in der Vorlesung nicht gemacht haben, kommt nicht dran. Sie müssen kennen demnach Vorstand, Aufsichtsrat, Hauptversammlung, Gründung der AG und hier Kapitalmaßnahmen. Alles andere, was im Aktiengesetz drinsteht, müssen Sie nicht kennen. Ich würde mir nochmal angucken, die Fälle, die ich hoffentlich heute oder morgen nochmal mit zumindest Lösungsskizzen hochlade, dann können Sie sich das angucken
Und ich würde mir nochmal die Kapitel im Skript angucken, die wir hier länger gemacht haben. Insbesondere Hauptversammlung und dieses ganze Beschlussmängelrecht haben wir relativ lange gemacht. Und ich würde mir zumindest grob schematisch nochmal angucken, die Schemata für Beschlussmängelklagen, das heißt für Anfechtungsklage und Nichtigkeitsklage. Ansonsten kann Ihnen eigentlich nicht viel passieren. An Gesetzen brauchen Sie eigentlich nur ein Aktiengesetz, das heißt, Sie können den DTV-Text mitnehmen, Sie brauchen keine ZPO, Sie brauchen kein BGB, es ist also sozusagen nichts Grundsätzliches hier zu behandeln. Sie können also mit wenig Gesetzen hier hinkommen. Papier müssen Sie selber mitbringen. Bitte schreiben Sie groß. Ein Deckblatt brauchen Sie nicht. Das Deckblatt ist die Seite mit dem Sachverhalt. Da müssen Sie Ihre Matrikelnummer und Ihren Namen draufschreiben. Eine Vorkorrektur brauchen Sie nicht zu beantragen, weil ich ja, wie gesagt, eh die Klausuren vor den anderen Klausuren ohnehin schon fertig habe. Und wenn Sie noch früher haben wollen, dann weiß ich nicht, was wollen Sie damit machen? Dann können Sie nicht mehr schlafen und das bringt Ihnen auch nichts. Insoweit kann eigentlich nichts schief gehen. Achten Sie darauf, wie gesagt, groß und lesbar zu schreiben und dann viel Erfolg nächste Woche. Ich bin eh da. Also insoweit sehen wir uns nochmal nächste Woche zum allerletzten Termin Aktienrecht mit Klausur und dann viel Erfolg.